Hallo und willkommen bei Schweiz Kanada. Wir wandern aus und nehmen dich mit. Heute haben wir einmal den Spieß umgedreht und machen ein Video für die Leute, die nicht wie wir nach Kanada auswandern möchten, sondern die Leute, die in die Schweiz auswandern möchten. Und zwar haben wir da einige wichtige Themen zusammengetragen, die einem so im Alltag, im Leben in der Schweiz beschäftigen. Zum Beispiel Altersvorsorge, Steuern, Versicherungen, Auto, Recycling, also die wichtigsten Regeln in der Arbeitswelt. Ja, dazu mehr heute in diesem Video. Wir sind hier heute bei der Kantonsschule in Schwyz. Das ist ein Gymnasium. Und zuerst, bevor wir überhaupt anfangen, eigentlich über die verschiedenen Themen um die Schweiz zu sprechen, muss man vielleicht auch mal ein bisschen die Struktur verstehen, die die Schweiz hat. Und zwar ist die Schweiz eigentlich immer auf drei Ebenen organisiert. Einerseits gibt es natürlich den Staat, das Gebilde, die Schweiz, den Bundesstaat Schweiz. Und dann darunter kommen die Kantone, das sind eigentlich Regionen in der Schweiz, da gibt es 26 Kantone. Und am Ende kommt dann die Gemeinde, das ist dann eigentlich die Ortschaft. Und auf diesen drei Ebenen ist eigentlich alles in der Schweiz organisiert. Also das heißt, es kann da verschiedene Gesetze geben, es kann verschiedene Verordnungen geben und auch die Politik und die Demokratie funktioniert auf diesen drei Ebenen. Und das ist deshalb wichtig, um eigentlich auch diese verschiedenen Themen zu verstehen, dass das je nach Region auch ein bisschen unterschiedlich sein kann. Wir versuchen in diesem Video uns eigentlich auf das zu konzentrieren, was allgemeingültig ist oder zumindest das, was üblich ist. Ein wichtiges Thema, das jeden beschäftigt, ist das Thema, ja, was ist, wenn ich krank werde oder dergleichen. Dafür gibt es eine Krankenkasse in der Schweiz. Also es gibt private Unternehmen, sogenannte Krankenkassen, die sind privat organisiert, privat geregelt. Allerdings sagt der Staat, jeder Schweizer ist verpflichtet, um eine solche Krankenversicherung zu haben. Und er ist einfach verpflichtet, die Grundversicherung zu haben. Weil diese Verpflichtung vom Staat her besteht, muss auch jede Krankenkasse einem Grund versichern. Also obwohl es ein privates Unternehmen ist, müssen sie einem zwingend Grund versichern. Hingegen hat jedes von diesen Unternehmen macht Werbung für sich. Man kann jedes Jahr auch die Krankenkasse wechseln. Es gibt unterschiedliche Gebühren, die man monatlich bezahlt. Und daher gibt es dort auch ein gewisses Konkurrenzdenken zwischen diesen Krankenkassen. Es lohnt sich also, sich dort schlau zu machen und diese zu vergleichen. Die Deckung ist nicht bei jeder genau gleich. Was es dann noch gibt von jeder Krankenkasse selber, sind noch Zusatzversicherungen, wo man zum Beispiel eine Brillenversicherung abschließen kann oder alternative Medizin. Weil dies aber zusätzlich sind, also Zusatzversicherungen, sind diese freiwillig. Und auch jede Krankenkasse hat auch das Recht, einem dort abzulehnen. Also zu sagen, nein, ich gebe dir diese Zusatzversicherung nicht. Bei der Krankenkasse ist es so, wenn man eine abschließt, dann wird man gefragt, ja, was für eine Franchise möchtest du? Franchise heißt Selbstbehalt. Also man kann dort einen Selbstbehalt von 300 bis 2500 Franken wählen. Es gibt dort so Abstufungen. Und je niedriger man diese Franchise wählt, desto mehr zahlt man monatlich. Hingegen wählt man die Franchise höher, zahlt man weniger. Das Ganze heißt also, wenn ich jetzt im Jahr anfallende Gesundheitskosten habe, ich war beim Arzt, dann kriege ich vom Arzt einen Rückforderungsbeleg. Den kann ich der Krankenkasse einreichen und die ziehen das dann ab von dieser Franchise. Und wenn ich dann zum Beispiel, ich habe festgelegt, ja, ich möchte nur 300 Franken Franchise. Wenn ich dann die Gesundheitskosten erreicht habe von über 300 Franken, bezahlt der Rest die Krankenkasse.
Also ihr müsst dort ein wenig überlegen, ja, jemand, der jung und gesund und fit ist und wenig Gesundheitskosten hat, für den kann es sich lohnen, eine hohe Franchise zu nehmen. Also dass er sagt, ja, wenn ich mal zum Arzt muss, dann bezahle ich das halt selber und habe dafür jeden Monat eine tiefe Rechnung. Für jemanden, der vielleicht weiß, hey, ich bin öfters beim Arzt oder brauche teure Medikamente oder so, der nimmt eher eine tiefe Franchise, zahlt jeden Monat etwas mehr, aber am Ende kommt es für ihn dann vielleicht günstiger. Also dort lohnt es sich, ein wenig durchzuarbeiten, zu vergleichen, was ist wo bezahlt, was kostet wie viel. Was natürlich auch ein wichtiges Thema ist im Zusammenhang mit der Gesundheit, ist, was ist, wenn ein Unfall ist. Es gibt dort noch die Unfallversicherung. Wenn man in der Schweiz arbeitet, irgendwo eine Festanstellung hat, dann ist die Unfallversicherung eigentlich fast immer über den Arbeitgeber geregelt. Das steht dann auch bei euch im Arbeitsvertrag. Ist eigentlich Pflicht. Ja. Aber bei einem gewissen Stellenprozent ist das eigentlich Pflicht und bei der Anstellung dabei. Genau. Also nur wenn ihr auf Stundenbasis arbeitet oder nur einen kleinen Prozentsatz habt, müsst ihr euch damit auseinandersetzen. Wenn jetzt ihr zum Beispiel nur 20% arbeitet oder so, kann es sein, dass ihr nicht über den Arbeitgeber unfallversichert seid. Müsst ihr anschauen. Dann könnt ihr auch über die Krankenkasse eine Unfallversicherung lösen. Neben der Krankenversicherung gibt es auch noch einige andere Versicherungen, die man sich anschauen sollte, die je nachdem auch Pflicht sein können auf die eine oder andere Weise. Es gibt zum Beispiel die Hausratsversicherung. Das ist eigentlich die Versicherung, die das Inventar in einer Wohnung oder in einem Haus versichert, falls da zum Beispiel falls es einmal brennt oder falls es einen Wasserschaden gibt oder so. Und grundsätzlich ist eigentlich eine Hausratsversicherung nicht obligatorisch. Es gibt gewisse Kantone, da ist es obligatorisch, aber grundsätzlich ist das eigentlich in der Schweiz mehrheitlich freiwillig. Außer im Mietvertrag habt ihr vereinbart mit eurem Vermieter, dass ihr zwingend eine Hausratsversicherung braucht. Das kann es geben. Dann gibt es auch noch verschiedene Arten von Haftpflichtversicherungen. Zum Beispiel die Haftpflichtversicherung für ein Auto. Also wenn man ein eigenes Auto hat, dann muss man auf das Auto eine Haftpflichtversicherung abschließen. Für den Fall, dass man zum Beispiel einen Unfall baut und da eigentlich Schuld ist an dem Unfall und dann jemanden entschädigen muss. Oder wenn man zum Beispiel einen Zaun hineinfährt oder so und da ein Schaden entsteht, dann ist eigentlich dann die Wiederherstellung des Zauns ist dann eigentlich sozusagen versichert. Oder es gibt auch noch andere Möglichkeiten für Haftpflichtversicherungen, zum Beispiel wenn man Tiere hat, Haustiere oder so, der Hund, der zerbeißt die Schuhe des Nachbarn, dann wäre das zum Beispiel ein Haftpflichtfall. Was noch wichtig ist bei den Versicherungen zu wissen, ihr habt jetzt gehört, man kann alles Mögliche versichern. Es ist aber so, dass wenn ihr jetzt fahrlässig handelt, also etwas mit mutwilliger Absicht zerstört oder macht oder so, kann es sein, dass die Versicherung sogenanntes Regress nimmt. Also das heißt, die Versicherung bezahlt zuerst mal den Schaden und kommt dann auf euch zurück und sagt, hey, du hast fahrlässig gehandelt, du musst das jetzt uns bezahlen. Also wenn man zum Beispiel mit 100 Stundenkilometer durch ein Dorf hindurchfährt und dabei irgendwie einen Schaden verursacht, dann ist das ziemlich sicher, dass ihr da eigentlich wieder mehr bezahlen müsst, als das, was ja, normal wäre. Ein leidiges Thema, das jeden beschäftigt und das man auch in der Schweiz hat, sind die Steuern. Auch hier in der Schweiz muss man Steuern bezahlen. Und zwar nicht nur einfach einmal Steuern, sondern dreimal, nämlich auf diesen drei Ebenen, die wir vorher erklärt haben. Es gibt die Bundessteuer, also auf Staatsebene, die Kantonssteuer und die Gemeindesteuer. Die Kantonssteuer und Gemeindesteuer sind in jedem Kanton und Gemeinde natürlich unterschiedlich. Also dort ist es abhängig, wo ihr wohnt, wie viel Steuern das ihr dann bezahlt. Es ist so, dass man eigentlich zwei Steuerrechnungen erhält. Also der Kanton und die Gemeinde haben sich da zusammengeschlossen und der Bund stellt eine separate. Man erhält von dieser Steuerrechnung erhält man zuerst eine provisorische Rechnung,
wo man mal eingeschätzt wird auf Basis von dem, was man letztes Jahr schon bezahlt hatte. Wenn man jetzt das erste Mal Steuern bezahlt, dann machen sie so eine Durchschnittsrechnung, wo sie sagen, ja gut, du bist eine Familie mit zwei Kindern in diesem und diesem Alter, also wirst du durchschnittlich etwa das verdienen. Also schätzen sie dich ein und machen eine provisorische Rechnung. Mhm. Diese Einschätzung kann ziemlich falsch sein. Und da lohnt es sich allenfalls, sich im Voraus mal mit dieser Steuerbehörde in Verbindung zu setzen, um eine bessere Einschätzung zu erhalten. Oder vielleicht kann man ja auch einmal eine Steuererklärung einfach mal ausfüllen im Programm und dann kann man sich eigentlich durchrechnen lassen, was das in etwa an Steuern kosten könnte. Was das Spezielle ist bei diesen provisorischen Steuern, abhängig davon, wo ihr wohnt, es gibt Kantone, die sagen, ja, du kannst sie schon bezahlen, musst aber nicht. Es gibt Kantone, wo es Pflicht ist, dass man diese bereits bezahlt. Das ist abhängig vom Kanton zu Kanton. Die definitive Steuerrechnung wird dann anfallen, wenn ihr Anfangsjahr erhaltet ihr den Bogen, um die Steuern ausfüllen, wo ihr alles einreichen müsst, wie viel Vermögen ihr habt, was ihr verdient habt, was ihr sonst alles hattet. Und auf Basis von dem wird die definitive Steuerrechnung erstellt, wo dann, was ihr bei der provisorischen Steuerrechnung bereits bezahlt hattet, abgezogen wird und den Restbetrag müsst ihr noch bezahlen. Oder wenn ihr zu viel eingezahlt hattet, wird es euch zurückerstattet. Vielleicht so als Richtwert für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer, der nicht allzu viele Abzüge machen kann, also kann man sagen, vielleicht 1 bis 2 Monatslöhne sind dann in der Regel etwa die Steuern, die man bezahlen muss. Das ist so ein grober Richtwert. Was es noch gibt, sind die Mehrwertsteuern. Und in der Schweiz ist eigentlich, wenn man irgendwo in einem Geschäft oder in einem Shop einen Preis sieht, sind die Mehrwertsteuern schon inklusive. Also man muss nicht noch ausrechnen, ja, jetzt kommen noch die Steuern obendrauf, sondern die sind eigentlich schon inklusive. Außer es ist explizit angeschrieben, dass es exklusive Steuern ist. Ja, aber die Läden, die müssen das eigentlich mit Mehrwertsteuer angeben. Also es gibt ja, der einzige Grund in der Schweiz, den es eigentlich gibt, wenn man etwas nicht mit Mehrwertsteuer angibt, ist eigentlich, wenn Firmen untereinander Geschäfte machen. Weil in der Regel ist es so, dass wenn eine Firma von einer anderen Firma etwas kauft, dann kann diese Steuer im Nachhinein wieder geltend gemacht werden und dann muss man eigentlich nicht mit dem budgetieren. Aber sonst für Private ist eigentlich Mehrwertsteuer immer angeschrieben. Dann die Altersvorsorge in der Schweiz. Die ist mit 3 verschiedenen Systemen ist diese geregelt. Diese Systeme, die nennt man in der Schweiz auch Säulen. Und zwar gibt es da die erste Säule, das ist die AHV-IV, das ist eine Kasse, die ist staatlich organisiert, also beziehungsweise in der Regel pro Kanton ist das organisiert. Und da zahlt man eigentlich ein, wenn man irgendwo angestellt ist, dann wird das automatisch eigentlich vom Lohn abgezogen. Die Hälfte zahlt der Arbeitgeber ungefähr und die andere Hälfte der Arbeitnehmer. Und dann ist man da eigentlich automatisch in dieser ersten Säule versichert. Die AHV und IV sind Abkürzungen. AHV steht für Alters- und Hinterbliebenenvorsorge und IV für Invalidenversicherung. Versicherung, ja. Genau. Das wäre auch noch im Fall, wenn man irgendwie arbeitsunfähig wird aufgrund von Invalidität, dann würde auch aus dieser gleichen Kasse würde dann das Geld kommen, das halt die Person braucht für die Versorgung. Dann die zweite Säule. Das ist die sogenannte Pensionskasse und das sind private Kassen, also im Sinne von, es sind eigentlich Firmen, die da dahinter stehen und die diese Vorsorge eigentlich organisieren. Wobei es aber eigentlich auch wieder so ist, dass wenn man irgendwo angestellt ist, wird eigentlich die Pensionskassenzahlung wird automatisch jeden Monat vom Lohn abgezogen und auch da zahlt der Arbeitgeber wieder einen Teil ebenfalls in diese Pensionskasse. Und dann gibt es noch die dritte Säule, das ist eigentlich die private, freiwillige Vorsorge, die jeder eigentlich für sich selbst organisieren muss. Da gibt es zum Beispiel die Säule 3a, heißt das. Das ist ein Vorsorgekonto,
das man auch bei einer Bank oder einer Versicherung einrichten kann. Und das ist eigentlich geregelt, wie viel man da pro Jahr einzahlen kann und auch wann man dieses Geld wieder beziehen kann und so. Also grundsätzlich hat man da nicht einfach freien Zugriff, sondern es gibt nur bestimmte Bedingungen, unter denen man das Geld wieder rausholen kann. Und im Gegenzug ist es dann so, dass man dafür eigentlich dieses Geld, das man da einzahlt, kann man dann wiederum bei den Steuern abziehen und hat dadurch niedrigere Steuern. Wenn man jetzt sagt, ja gut, diese Säule 3a, die reicht mir nicht, ich möchte mehr auf die Seite tun, gibt es auch dort spezielle Konten, das ist dann Säule 3b, wo man dann mehr auf die Seite legen kann, aber das kann man nicht mehr von den Steuern abziehen. Und wie Roger gesagt hat, es gibt das von Versicherungen, also auch Versicherungsformen, wo man dann noch Klauseln drin hat oder so, wann das sie für einen weiterzahlen oder so. Lest euch durch, beschäftigt euch damit, ihr werdet sehen, es gibt alles Mögliche. Ja, und schlussendlich kann ja eigentlich auch noch jeder für sich einfach vorsorgen, indem er spart oder selbst Aktien oder Obligationen oder so kauft. Aber das ist natürlich dann außerhalb von diesem System. Ein weiteres Thema ist das Auto oder auch Motorrad, wenn ihr lieber Motorrad fährt statt Auto oder beides. In der Schweiz haben viele Leute auch nichts von beiden, sondern gehen einfach mit dem ÖV, also dem öffentlichen Verkehr, von A nach B. Wir haben in der Schweiz ein sehr gutes ÖV-Netz. Man ist eigentlich, egal wo man wohnt, sehr gut angeschlossen. Aber viele haben trotzdem ein Auto oder ein Motorrad. Auf dieses muss man auch Steuern bezahlen. Diese Steuern heißen Straßenverkehrsabgaben. Und die werden vom Straßenverkehrsamt eingezogen. Und jeder Kanton hat ein Straßenverkehrsamt, welches diese Abgaben einzieht. Dieses Straßenverkehrsamt ist auch zuständig für die Ausstellung von Fahrausweisen. Also wenn ihr jetzt mit einem Fahrausweis von einem anderen Land kommt, habt ihr eine gewisse Frist, in der ihr dann einen Schweizer Fahrausweis beantragen müsst und euch bei diesem Straßenverkehrsamt melden müsst. Mhm. Was dieses Straßenverkehrsamt auch noch macht, sind die Motorfahrzeugkontrollen, also sogenannte Sicherheitsinspektionskontrollen. Ihr werdet dann regelmäßig dazu aufgefordert, euer Fahrzeug vorbeizubringen, wo sie überprüfen, ob das noch zulässig ist für die Straße, ob noch alles in Ordnung ist. Und wenn das so ist, dann könnt ihr wieder weiter damit rumfahren. Wenn etwas ist, kriegt ihr Auflagen, bis wann ihr was repariert haben müsst. Ja, üblicherweise geht man eigentlich vor diesen Kontrollen mal zum Garagisten und sagt, also in die Garage und sagt, ich möchte das gerne mal überprüfen lassen, damit auch wirklich nichts auftaucht. Es ist ja mühsam, wenn man noch ein zweites Mal zu dieser Prüfung gehen muss. Ja, was man auch vom Straßenverkehrsamt erhält, ist das Nummernschild für das Auto und auch den Fahrzeugschein. Also wenn ihr die Versicherung für euer Auto, also die Haftpflichtversicherung abgeschlossen habt und das Fahrzeug zugelassen ist, also diese Motorfahrzeugkontrolle positiv war, erhält ihr den Fahrzeugschein, der gültig ist, und ein Nummernschild, mit dem ihr dann auf den Straßen rumfahren dürft. Was noch zu wissen ist, wenn man in der Schweiz auf die Autobahn möchte, dann braucht man eine Autobahnvignette. Die ist überall erhältlich, zum Beispiel auf der Post kann man diese kaufen und auch an vielen anderen Orten. Diese muss am Auto gut sichtbar angeklebt sein. Viele Leute machen es an der Windschutzscheibe hinter dem Rückspiegel an. Wenn ihr keine solche Vignette habt, bezahlt ihr eine Busse, wenn man euch erwischt. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Mhm. Alle anderen Straßen sind eigentlich kostenfrei. Ja, und auch noch vielleicht, wenn man jetzt ein Auto kauft, erst in der Schweiz, ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass man da eigentlich grundsätzlich davon ausgeht, dass eigentlich ein Auto bereits geprüft wurde, also eine Motorfahrzeugprüfung hinter sich hat. Und sonst wird das in der Regel irgendwie speziell vermerkt, zum Beispiel steht da ab Platz
oder ohne MFK, Motorfahrzeugkontrolle oder so. Aber meistens in der Schweiz ist es eigentlich üblich, die meisten Autos, die vielleicht nicht gerade die größten Schrottwagen sind, dass man diese eigentlich mit einer solchen Prüfung verkauft. Und sonst halt nachfragen. Dann gibt es in der Schweiz natürlich auch das Thema Recycling, also das Wiederverwenden von Abfall. Und da ist das eigentlich auch wieder unterschiedlich organisiert, wer dafür zuständig ist. Also wir haben zum Beispiel das Altpapier. Das ist in der Regel wird das in einer Sammlung, die regelmäßig stattfindet. Das heißt, in der Regel so alle 1 bis 2 Monate wird das in der Gemeinde gesammelt und also sprich eigentlich abgeholt. Das heißt, die Gemeinde ist eigentlich für die Organisation zuständig. Es gibt aber auch Recyclingstellen, wo man das hinbringen kann. Das ist eben auch je nachdem unterschiedlich in der Gemeinde. Dasselbe gilt eigentlich auch für den Karton. Da ist es in der Regel auch so, dass das abgeholt wird, wenn man das bündelt, dass es mitgenommen wird an bestimmten Daten. Und es gibt ja auch in der Regel die Möglichkeit, dass man den Karton irgendwo hinbringen kann. Auch beim Haushaltsabfall, also bei den eigentlich Dingen, die in der Regel nicht wiederverwendet werden, sondern meist in der Schweiz verbrannt werden, das ist eigentlich auch die Gemeinde zuständig und das ist dann auch je nach Gemeinde unterschiedlich. Aber in den meisten Schweizer Gemeinden ist das eigentlich so, dass dieser Abfall kostenpflichtig entsorgt wird. Das heißt, man bezieht in der Regel gebührenpflichtige Abfallsäcke, zum Beispiel 35 Liter Volumensäcke, wo man dann eigentlich seinen Müll reintut und dann wird das so, eigentlich bezahlt man eigentlich indirekt schon die Gebühr, wenn man den Abfallsack kauft. Oder es gibt auch Gemeinden, die haben so Gebührenmarken, die man dann auf einen neutralen Sack kleben muss. Das ist aber eben je nach Gemeinde unterschiedlich organisiert. Wenn ihr euch bei der Gemeinde, wo ihr dann wohnt, anmeldet, werden die euch ziemlich sicher das alles erklären, wie das bei ihnen läuft und wie wo was genau ist. Man erhält auch vielfach in den Gemeinden sogenannte Abfallkalender oder so, wo dann diese Daten drauf sind, wann diese Dinge abgeholt werden oder wo diese abgeholt werden oder so. Und dann in der Regel auch ist die Gemeinde zuständig für das Recycling von Glas, Altglas, also Flaschen, oder auch für das Recycling von Aluminium. Und was aber in der Regel nicht bei der Gemeinde ist, sondern bei der Verkaufsstelle, sind dann die PET-Flaschen, also PET-Flaschen, Plastikflaschen in der Regel. Es gibt auch noch andere Kunststoffe, die je nach Verkaufsstelle zurückgenommen werden, zum Beispiel PE oder was gibt es noch, PP. Genau. Das ist dann aber je nach Verkaufsstelle, wenn es nur ein kleiner Laden ist, dann wird das vielleicht nicht genommen, sondern nur in den größeren Geschäften. Was das auch gibt, sind natürlich Batterien, die sind auch in der Verkaufsstelle. Und eigentlich auch Elektrogeräte, weil in der Schweiz, wenn man ein Elektrogerät kauft oder nur schon eine CD oder so, dann bezahlt man darauf eigentlich schon die vorgezogene Recyclinggebühr. Das heißt, im Nachhinein, wenn man das dann irgendwie wegwerfen möchte, ist dann dafür auch die Entsorgung gratis. Was es dazu noch gibt, ist der sogenannte Sperrmüll. Also alles, was nicht darunter fällt, zum Beispiel, wenn ihr die alte Matratze von eurem Bett entsorgen wollt, dann ist das sogenannte Sperrmüll. Dort ist das dann auch, je nach Gemeinde, wo ihr seid, geregelt, wie man das entsorgen kann. An einigen Orten kann man dann auch so Gebührenmarken draufkleben und es wird mit dem normalen Kehricht abgeholt. An einigen Orten gibt es Sammelstellen, wo man das hinbringen kann. Auch dort könnt ihr euch bei eurer Gemeinde informieren, wie sie dies handhaben und wie ihr was entsorgen könnt. Kehricht ist das Einsammeln eigentlich des Abfalls. Das glaube ich ein Schweizer Wort. Ah, okay. Ja, das ist der normale Müll, den man entsorgt. Dann kommen wir noch zum letzten Thema, über das wir sprechen möchten, nämlich die Arbeitswelt. In der Arbeitswelt gibt es vieles, das vom Gesetz her vorgeschrieben ist. Dort gibt es solche Dinge, die auch vom Bund her, also vom Staat her vorgeschrieben sind und vieles, das dann auf Kantonsebene geregelt ist. Und jeder Arbeitgeber definiert dann noch gewisse Dinge selbstständig im Arbeitsvertrag. Etwas, was vom Gesetz her geregelt ist, in der Schweiz hat jeder
der 100% angestellt ist, mindestens 4 Wochen bezahlte Ferien pro Jahr. Viele Arbeitgeber geben aber auch mehr, aber 4 Wochen ist das gesetzliche Minimum. Was es auch noch gibt, sind gesetzlich vorgeschriebene Feiertage, die bezahlt sind. Zum Beispiel in der ganzen Schweiz hat man am 1. August, das ist der Nationalfeiertag, hat man frei. Und es gibt dann noch viele weitere Feiertage, die sind dann in euren Arbeitsvertrag, steht dann eigentlich drin, welche Tage sicher frei sind, oder ihr habt so eine Sollarbeitszeitliste oder so. Ja, das kann je nach Kanton oder sogar nach Region kann es unterschiedliche Feiertage geben. Für was man auch noch frei erhält, sind besondere Anlässe, das heißt zum Beispiel die Geburt des eigenen Kindes oder für die eigene Hochzeit oder wenn ein naher Verwandter stirbt oder sonstige so spezielle Dinge. Wann genau ihr wie viel frei erhält, ist dann auch in eurem Arbeitsvertrag geregelt. Wenn man jetzt mal krank ist, dann ist das auch bezahlt, diese Freitage. Ab einer gewissen Dauer wird der Arbeitgeber dann ein ärztliches Zeugnis verlangen, also dass ihr zum Arzt geht, der bestätigt, dass ihr wirklich krank seid und nicht arbeiten könnt. Meistens macht der Arbeitgeber das ab 3 Tagen krank sein. Es kann aber auch sein, dass er das schon ab dem 1. Tag macht. Das ist durchaus sein Recht und das darf er auch schon verlangen. Wo man auch noch bezahlt frei erhält, ist, wenn man Militärdienst leisten muss in der Schweiz. Oder wenn man als Frau schwanger ist, dann hat man den Mutterschaftsurlaub, der auch bezahlt ist. Dann noch zur Arbeitszeit. In der Schweiz ist es eigentlich bei einer 100% Anstellung, also bei einer Vollzeitbeschäftigung, ist es eigentlich üblich, dass da irgendwie zwischen 38 und 43 Stunden gearbeitet wird. Das ist so etwa der Durchschnitt. Theoretisch wäre es vom Gesetz her möglich, dass man je nach Branche bis zu 45 oder sogar 50 Stunden pro Woche Arbeitszeit machen kann, aber das steht dann eigentlich auch halt wieder individuell im Arbeitsvertrag drin. Und dann gibt es noch spezielle Regelungen, die auch gelten, wenn zum Beispiel bei einem Jugendlichen oder bei einer Schwangerschaft. Bei den Überstunden ist es in der Schweiz normalerweise so, dass diese entweder im gleichen Umfang wieder bezogen werden können als Freizeit oder dass diese ausbezahlt werden. Das muss man halt je nachdem auch mit dem Arbeitgeber abmachen. Was es noch gibt, sind ein paar wenige spezielle Arbeitsverträge, wo dann festgelegt ist, dass diese Überzeit schon inklusive ist. Also ihr erhaltet dafür einen guten monatlichen Lohn und dafür kriegt ihr keine Überzeit ausbezahlt, also die verfällt dann einfach. Dann der Lohn, der wird in der Schweiz in der Regel pro Monat ausbezahlt, also nicht irgendwie jede Woche oder alle 2 Wochen oder so, sondern irgendwie immer am Ende des Monats. Bei den meisten Firmen ist das, wird da der 25. des Monats genommen. Was aber auch individuell je nachdem geregelt sein kann, noch im Arbeitsvertrag, ist dann so etwas wie Bonus, Gratifikation oder auch ein 13. Monatslohn. Das kommt aber auch sehr darauf an, wo man arbeitet und wie das in der Branche dann üblich ist. Wie ihr seht, ist in der Schweiz einiges geregelt vom Bund, also Staat, oder von den Kantonen. Auch auf Gemeindeebene gibt es einiges, das geregelt ist, aber vieles wird dann auch individuell gemacht. Also ihr müsst euch wirklich damit auseinandersetzen, wo ziehe ich genau hin, was gelten dort genau für Bedingungen. Ein guter Ansprechpartner ist dann direkt die Gemeinde, wo ihr hinzieht. Die können euch über alle eure Fragen aufklären oder dann direkt mit dem Arbeitgeber. Der kann euch eigentlich auch alles beantworten rund um die Versicherung und den Arbeitsvertrag und so. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video so ein wenig das Grobe zeigen, das Wichtigste, was es so braucht im Alltag. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Leben in der Schweiz oder wenn man hierhin auswandert, schreibt es doch unten in die Kommentare. Dann können wir diese beantworten oder sogar nochmal ein Video machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unser Abenteuer weiter begleitet. Es gibt dann nächste Woche wieder ein Video von uns. Verfolgt unser Abenteuer auf diesem Kanal oder auf unserer Webseite www.schweiz-kanada.com. Wir danken unserem
Sponsor der Firma Workbooster IT für die Unterstützung im IT-Bereich. Und wir danken euch fürs Zuschauen und wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.